Heute erzählen wir euch was über schnelle Autos, rasende Achterbahnen und Turbozüge. Ja. Es geht um Geschwindigkeit. Menschen sind gerne schnell unterwegs. Husel, was hast du denn? Na, Menschen mögen Geschwindigkeit. Ja klar, sag mir nicht, dass Wusels das nicht tun. Tun sie nicht. Hä? Wusels lieben Geschwindigkeit, ja! Na, alles andere hätte mich auch überrascht. Ach, das wird heute meine Lieblingssendung. Och, ich hab euch so viel zu erzählen und zu zeigen. Ah, hier zum Beispiel meine Hyperschallkartoffelkanone. Hier, oder mein Hosentaschen-Elementarteilchen-Beschleuniger. Oh, der ist toll. Oder hier, das ist Wusel, auch ganz großartig. Du weißt schon, dass unsere Sendezeit begrenzt oder ist. Oder das hier ist auch großartig. Was? Ach, wir senden einfach so lange, wie wir wollen. Guck mal, was ich hier noch hab. Toll! Ja, aber Wusel, wir können nicht so lange senden, wie wir wollen. Das geht nicht. Ach so? Ach, ich weiß. Dann moderieren wir einfach schneller. Dann können wir doppelt so viele Sachen erzählen und zeigen. Hier zum Beispiel das hier. Ich glaub nicht, dass das... Also, dann neulich, da bin ich ja zum Beispiel das erste Mal mit einem Überschallkatapult geflogen, als dass ich im Garten meines Vermieters aufgebaut hatte. Ich habe dazu 1000 Gummibänder übereinander gespannt und dann bin ich mit Überschallgeflüchtigkeit durch die Luft geflogen. Hat übrigens eine Geschwindigkeit von 1235 Stunden... Schneller! Stundenkilometer. Ja. Im Jahr 1822 hat Alexander von Humboldt die Schallgeschwindigkeit berechnet, indem er zwei Kanonen auf zwei weit voneinander entfernte Hügel aufstellte, die Entfernung genau maß und den Zeitunterschied zwischen Mündungsfeuer und Knall der Kanone feststellte. Ich kann nicht mehr, Wusel. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie bis zum Ende der Sendung durchhalten kann. Macht nichts. Ich habe da schon eine Idee. Was ist eigentlich Geschwindigkeit? So bezeichnen wir die Strecke, die etwas zurücklegt, im Verhältnis zur Zeit, die es dafür braucht. Egal ob Auto, Flugzeug, Zug oder auch die Schnecke. Wir messen Geschwindigkeit meist in Kilometern pro Stunde, kurz Stundenkilometer oder km/h. 100 Stundenkilometer bedeutet also, dass man in einer Stunde 100 Kilometer zurücklegt. Im gesamten Universum ist nichts schneller als das Licht. Es liegt beinahe 300.000 Kilometer zurück. Aber nicht in der Stunde, sondern in nur einer Sekunde. Ein Lichtstrahl könnte also in einer Sekunde über 7-mal die Erde umrunden. Unsere Augen können diese Geschwindigkeit nicht wahrnehmen. Deshalb ist für uns eine Lampe nach dem Einschalten sofort hell. In Wahrheit dauert es aber einen ganz kurzen Moment, bis die Lichtstrahlen ein Zimmer erhellen. Es gibt eine Geschwindigkeit, die wir praktisch kaum bemerken, obwohl sie richtig schnell ist. Die Geschwindigkeit der Erde. Sie braucht 24 Stunden, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Steht man genau auf der Erdmitte, dem Äquator, dann bewegt man sich mit 1670 km/h.